Ja, da blicke ich jetzt nicht hier. Der nicht gebissen, der Fisch, glaube ich nicht. So. Hier sind wir ja nochmal, ne? Der Tag ist jung. Und ich habe gedacht, ich will noch ein bisschen angeln. Guck mal hier. Sauber genommen. Ne? Und ich werde jetzt noch ein bisschen angeln. Einfach angeln. Das war nicht geplant, Olli. Da bin ich hier. Hätte ich mir verdammt das Kreuz gebrochen hier. Ist meine Hose dreckig geworden? Das geht ja gar nicht. Wer sein Leben nicht riskiert, der fängt auch nichts. Aber das hier echt, wenn man hier Nachmittag geangelt hat, da hat man Muskelkater hier von dem Gestocher hier. Da hatte ich zweimal Biss so. Aber nochmal will er nicht. Da habe ich ihn. Ja, einfach nochmal angeln gehen. Hier. Mit so einem Ballett, Tangsten, bisschen was Rotes davor, ein Einzelhaken und einen Tauwurm. Finden die echt gut. Und also. Wir dürfen hier sogar noch auf Zander angeln, aber ich bin schon mal hier abgeschmiert. Komme ich ins Wasser? Aber wenn ihr Kunstköder schon Zeit habt im Gewässer, ist es echt eine Alternative und Barsche finden das voll cool. Danke, ganz schön großer Wurm für einen Lüttenbarsch. So, Montage, so ein Ballett hier, ein Tangstenblei, Gummistopper und dann habe ich da immer so einen roten Tupfer drauf, ein Stück vom Kuhpaddler hier, von unserer Karotte, ein Schnuller Haken und ein Tauwurm. Und das wird langsam über den Grund gekurbelt und ich letzte Woche sogar ein paar Zander drauf gefangen, die fanden das auch ganz gut. Und das geht einfach. Oh, schon wieder auf die Schnauze? Nee. My baby, just 3 weeks to go. The rain is falling wildly, but the moon is still aglow. Man macht halt einen Spaß, wenn man keinen Kameradruck hat. Wenn man filmt fertig. Ups. Da ist der nächste. Also Barsche gibt es hier. Und die Methode finden sie auch gut. Aber ihr könnt auch mal vorbeischicken. Ja, da blicke ich jetzt nicht hier. Der hat nicht gebissen, der Fisch, glaube ich nicht. Was ist das? Zander. Zander quer. Ja, auf dem Wurm quer, aber ich hatte so einen Anticker vorher und unglaublich. Ja, so halb wertvoll. So, wir haben den Platz hier nochmal gewechselt. Es ist richtig kalt geworden. Es war vorhin auch schon frisch, aber jetzt ist kalt. Mal gucken, da drunter, da steht auch immer irgendwie ein Barsch. Das war jetzt fast wie ein Goldfisch an der Leine. Kennt ihr den Film? Eigentlich Pflicht.
Moin. Ficker, Olli, fast der Überbach heute. Oh, da ist der Haken schon raus. Ja, die haben ja hier einen Routenständer hingebaut, nehmen wir den. Cool, oder? So, Methode klappt. Ich binde euch aber gleich noch mal einen Knoten, will ich euch noch zeigen. Und ja, unser Ziel ist Fisch. Auf Abwägen. Das war alles kurz geschossen. Danke. Und Wattenhüpferbarsch. So, sind Fragen aufgetaucht, berechtigt. Montage vom Dropshot-Film, als wir mit Anfüttern gearbeitet haben und die großen Güsse angefangen haben. Das soll jetzt ein Wirbel sein. Ihr müsst unten an die Montage einen Wirbel binden. Das mache ich hier mal grob, ne? Weil der Tau ist mir ein bisschen zu dick. Den bindet ihr da mit dem Clinchknoten an. Und ich brauche jetzt auch ein bisschen Spannung drauf. Also unten muss der Wirbel hängen. Lege ich mal ab. So, und dann braucht ihr ein Stück Leine für den Rutschknoten. Und den baut ihr an wie folgt. Schlaufe. Die legt ihr nach unten. Das ist wichtig, dass die Schlaufe unten liegt. Haltet ihr einfach fest und jetzt wickelt ihr da 10-mal rum. Werde ich jetzt nicht schaffen, weil der Tau zu dick ist. Und geht durch die Schlaufe durch mit dem Ende und zieht das dann fest. Natürlich übel, wenn man auf dem Gummiband arbeitet. So, jetzt habt ihr den Effekt. Ich opfer hier nochmal ein Stück von dem gelben Tau für euch. Ab ist es. So, jetzt habt ihr den Effekt. Hier wird ja der Haken dann dran gebunden. Den stellt ihr euch jetzt vor, dass es auch absteht. Gibt dann keine Probleme mit Verwicklern. Und wenn der Fisch dann beißt, ja, ein Gummiband, ne? Rutscht es theoretisch, ich kann das hier aber ziehen, rutscht es hier runter. Und dann ist der Fisch unter dem Blei und dann habt ihr keine Hänger in der Kante. Und leuchtet ein, ne? Steht richtig schön ab. Und ihr könnt auch ganz schnell eure Tiefe bzw. Höhe verändern, wo der Köder laufen soll. Dann ist er halt weiter oben. Und wenn ihr das ein bisschen weiter runter schiebt, ist der Köder unten, aber Effekt immer identisch. Wenn der Fisch beißt, rutscht er runter und es gibt keine Hänger oder viel weniger Hänger. So macht ihr das. So. Ich hab gedacht, Dämmerungsphase, hänge ich da noch schon mal einen Gummi ran. Ein überraschter Kopf. Oh, da ist er schon ab. Die gibt es hier auch in groß. Aber danke für den Termin. Finde ich ja geil. So, ich habe eben noch mal ummontiert, weil wenn die Dämmerung kommt, so, Barsche wird dann ein bisschen weniger. Und das haben wir schon mal gezeigt, glaube ich, ne? Hier überraschter Kopf, Haken hängt lose dran und geiler Biss. Und in der Angelschule freuen wir uns über jeden Fisch, ne? Und irgendwann fangen wir den auch noch mal in groß.